Grüß Gott und herzlich willkommen heute am Dienstag der 28. Woche im Jahreskreis. Es ist der 12. Oktober. Schön, dass Sie sich ein paar Momente Zeit nehmen, um ein paar Gedanken mit in diese kommenden Stunden zu nehmen. Wieder einmal ist es ein Pharisäer, dem Jesus heute im Evangelium eine Lehre erteilt. Die Pharisäer waren eine theologisch-philosophisch-politische Schule im antiken Judentum. Vertreter der Pharisäer werden oft als Heuchler kritisiert oder herabgewürdigt. Und dieses Prädikat ist ihnen bis heute geblieben. Pharisäer. Umgangssprachlich wird dieser Ausdruck für den Selbstgerechten oder den Heuchler verwendet. Mit einem arroganten Lebensstil, der verächtlich sich besser oder wichtiger fühlend auf die armen oder schlichteren Menschen herabschaut. Ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll Raubgier und Bosheit, meint Jesus heute. Und fährt fort, gebt lieber das, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein. Während Jesus Christus gegen die notorischen Sünder voll Güte war, hatte gegen die frommen Pharisäer immer wieder erschreckend scharfe Worte gefunden. Vor allem ist es der Widerspruch zwischen innen und außen, gegen den Jesus protestiert. Die Reinheit, die er verlangt, begnügt sich nicht mit sauberen Händen, Schüsseln und Tellern. Die äußere Korrektheit ist gut, aber sie ist nicht alles und sie wird zur Lüge, wenn das Innere, das Herz des Menschen schmutzig ist. Dieses aber wird beschmutzt durch Raubgier und Bosheit. Und es kann nur rein werden durch die aufrichtige und tätige Liebe, Barmherzigkeit zum Bruder, der Not leidet und der vor dir steht. Wenn Jesus von den Pharisäern redet, dann spricht er auch von uns und meint nur kurz gesagt, schaut auf euer Herz, schaut auf euer Inneres. Nicht, was von außen in euch hineinkommt, sondern das, was vom Herzen aus euch herauskommt, das macht euch unrein. Heute ist der 130. Geburtstag von Edith Stein. Und sie meinte einmal, der Mensch ist dazu berufen, in seinem Innersten zu leben und sich selbst so in die Hand zu nehmen, wie es nur von hier aus möglich ist. Nur von hier aus ist auch die rechte Auseinandersetzung mit der Welt möglich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen schöne Stunden, in die Sie nun hineingehen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er möge sie begleiten.